Der Tratschan hat's gesehen. Das Folgende ist mir vor einiger Zeit passiert. Chibi, wollen wir so langsam schlafen gehen? Miau. Zu dem Zeitpunkt habe ich alleine nur mit meiner Katze namens Chibi gewohnt. Ursprünglich war Chibi eine Streunerin in einem Park in der Nähe. Das wird schon alles wieder gut. Sie hatte sich das Bein verletzt und ich habe mich um sie gekümmert. Nach nur ein paar Tagen hatte sie sich an mich gewöhnt. Oh, wie süß. Ja, oder? Chibi war ganz verschmust und alle meine Freunde mochten sie. Beim Schlafen lag sie immer neben mir. Immer wenn es mir schlecht ging, kam sie, Chibi, und hat mich getröstet. Chibi war meine Familie. Aber dann... Ich bin zu Hause! Hm? Chibi? Komisch, sonst grüßt sie mich doch immer. Chibi! Chibi, ich bin zurück! Chibi? Chibi! Wo ich auch suchte, ich fand Chibi nicht. Das ist aber seltsam. Wo kann sie denn nur sein? Ach, oh nein, das Fenster! Es ist offen! Anscheinend war Chibi durch das Fenster abgehauen, das ich versehentlich offen gelassen hatte. Das kann nicht sein. Warum nur? Ich habe danach bis spät in die Nacht nach ihr gesucht. Chibi? Chibi! Dann tagelang, dann für einen Monat. Aber ich habe Chibi nicht gefunden. Und dann, eines Tages, 3 Monate später. Wo ich auch suche, sie ist nirgendwo. Chibi. Es ist inzwischen so kalt. Und hungrig ist sie bestimmt auch. Vielleicht weint sie irgendwo. Ich kann sie ja jetzt noch hören. Was? Chibi? Chibi war plötzlich wieder da. Chibi! Verzeih mir! Es tut mir so leid. Und dann, 2 Monate nachdem Chibi zurückgekehrt war. Was ist eigentlich aus deiner Katze geworden? Geht es ihr besser? Sie ist super fit. Ich habe ihr neulich ein neues Spielzeug gekauft, mit dem sie viel spielt. Hier ein Video. Oh, zeig mal. Hä? Huh? Süß, oder? Tsutsuji, das... Ich habe auch das hier. Ah, guck mal, das Foto hier, das ist gut geworden. Tsutsuji, sorry, aber ich muss los. Hä? Huh? Yusuriha ist dann gegangen. Hatte sie Bauchschmerzen oder so? Auf dem Nachhauseweg habe ich mich die ganze Zeit über ihr Verhalten gewundert. Dann, am nächsten Tag, Yusuriha? Was sie wohl will? Hallo Yusuriha, was ist denn? Ah, Tsutsuji? Sorry für den plötzlichen Anruf. Ich wollte dir das eigentlich schon gestern sagen. Ah, ist irgendwas passiert? Du warst so anders als sonst. Du hast mir doch gestern die Fotos und Videos von Chibi gezeigt, richtig? Ja. Also, auf den Fotos und Videos war keine Katze zu sehen. Was? Was redest du da? Ich habe gerade noch ein Foto gemacht. Sie schläft jetzt gerade auf meinem Schoß. Okay, ich komme bei dir vorbei. Bitte zeig mir Chibi dann, ja? Ich habe sofort die Fotos überprüft. Ich glaube, dass eher mit Yusuriha etwas nicht in Ordnung ist. Habe ich mich erschreckt. Und wie zu erwarten, war Chibi auf den Fotos zu sehen. 1 Stunde später. Sie ist hier. Ich komme. Tsutsuji. Hey, Yusuriha. Was soll denn das? Du hast mich mega erschreckt. Ist die Katze im Wohnzimmer? Ja, wir haben es eben zusammen gespielt. Chibi? Hä? Huh? Chibi? Chibi! Wo ist sie denn? Aber sie war nirgendwo. Chibi? Chibi! Ich habe sie überall in der Wohnung gesucht. Das kann doch nicht sein. Sie war doch gerade noch hier. Tsutsuji, schau dir noch einmal die Bilder von gestern an. Als ich den Ordner wie von Yusuriha vorgeschlagen öffnete. Du bist die süßeste Katze auf der ganzen Welt. Aber das war Chibi, die davor noch zu sehen gewesen war, verschwunden. Aber das Katzenklo war benutzt und das Futter teilweise gegessen. Es gab Spuren, dass eine Katze da gewesen war. Aber Yusuriha, Chibi war weg. Bitte glaub mir, sie war bis gerade eben wirklich hier. Warum? Tsutsuji. Wo ist Chibi hin? Tsutsuji, bitte vertrau mir. Komm, lass uns ins Krankenhaus gehen. Seit jenem Tag habe ich Chibi nicht mehr gesehen. Das Katzenklo und das Futter waren von einer anderen streunenden Katze in der Nachbarschaft benutzt worden. Ich habe diese, wie es scheint, in die Wohnung gelassen. Der Arzt meinte, dass ich Chibi so sehr vermisst habe, dass ich sie mir eingebildet habe. Es war zwar traurig zu hören, aber ich musste die Wahrheit akzeptieren. 1 Jahr nach der Therapie. Hm? Oh, eine schwarze Katze. Du klingst genau wie Chibi.
Also hast du ihn mit nach Hause genommen? Ich konnte ihn nicht alleine lassen. Ich suche nach jemandem, der sich um ihn kümmern kann. Du willst ihn nicht? Nachdem was mit Chibi passiert ist, habe ich Angst, dass so etwas noch einmal passiert. Hm? Du, Tsutsuji, ich glaube, du solltest ihn bei dir aufnehmen. Hm? Chibi hatte bei dir ein glückliches Leben. Du kannst diesem Kater hier bestimmt ein genauso glückliches Heim bieten. Chibi wäre bestimmt traurig, wenn du weiterhin so traurig durchs Leben gehst. Hm. Du vergisst Chibi ja nicht, wenn du dich um diesen Kater kümmerst. Du kannst sie beide lieb haben. Ja, du hast recht. Und so habe ich mein neues Familienmitglied, Kuro, gefunden. Kuro, hier ein Snack. Komm, ist er fertig. Legt er sich wieder hin. Eiskalt. Bis auf die Stimme ist Kuro das komplette Gegenteil von Chibi. Aber er hat das Loch in meinem Herzen trotzdem geschlossen. Ich werde wohl keine Halluzinationen mehr von Chibi haben. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, muss ich mich bei dir entschuldigen. Aber dann lass mich bitte bis zum Schluss bei dir sein, Chibi. ご視聴いただきありがとうございました。幻覚を作ってしまうほど愛していた猫ちゃんだったんですね。チビちゃんも同じように幸せだったと思います。 皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また前向きになれてよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。